Özdemir. Guten Morgen. Wir haben dem Arzt Bescheid gesagt, der müsste gleich kommen. Wie geht's Ihnen denn? Kann man Ihnen irgendwas Gutes tun? Brauchen Sie irgendwas? Nein. Was ist denn mit ihm passiert? Almaasklepus.com. Das ist fürs Internet. Genau. Und ihr macht das Hallo, auch. Hallo, guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Du musst der Oliver sein. Ich bin Pfleger Oliver, genau. Genau. Ich bin die Stationsleitung, Sarah. Hallo. Freut mich, dass du da bist. Danke, schön. Dankeschön. Ich freue mich schon darauf. Ich bin sehr, sehr motiviert. Ja. Würde dann ein bisschen so was von mir erzählen. Ja. Gerne, ja. Genau, also in dem Beruf habe ich auch schon mal, war ich auch schon tätig gearbeitet. Da war ich erstmal im UKE auf der Herzchirurgiestation. Da habe ich drei Jahren gearbeitet. Und davor habe ich auch mit dem Medizinstudium angefangen und habe ich dann abgebrochen, weil ich habe dann gesehen, dass es nicht so richtig mein Ding ist. Und dann war ich nochmal auf der auf der Notaufnahme, da habe ich auch gearbeitet, das war 2,5 Jahren. So, und dann, wir machen erstmal die Übergabe, okay, ne? Setz dich hin, hol deinen Stuhl. Hat irgendjemand Lust auf den BTM-Schlüssel? Ich kann ihn nehmen. Ja? Ja. Oh, super. Und Telefon gleich dazu? Ja, das alles klar. Du bist der Beste, ja. Danke. Bitte. Hallo Herr Aladin, guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie geht's Ihnen heute? Soweit eigentlich ganz gut, ja. Okay, ich bin Pfleger Oliver. Ja. Ich bin für Sie heute zuständig. Okay. Ich habe nur eine kleine Frage. Haben Sie sich hier gestern gewaschen oder waren Sie schon Ja, also duschen? Der Pfleger hat mich gestern Abend geduscht, aber das war anstrengend gestern schon genug. Heute lassen wir es dabei. Heute will ich nicht. Ne, vielleicht einmal duschen? Nee, bitte nicht. Was sagen Sie? Nee. Also nee, gestern war schon anstrengend genug, heute bitte nicht. Okay, alles klar. Dann ich würde mal vorschlagen, ich komme danach noch einmal und dann gucken wir noch, was wir heute noch machen können. Alles klar, okay, ja. Alles klar. Okay. So, ich würde dann einmal doch das Bett machen. Vielleicht können Sie sich einmal aufstehen. Das müssen Sie ja jetzt aber nicht. Doch, das muss alles gut aussehen. Bitte einmal aufstehen, Herr Aladin. Okay. Ja, bitte. Das ist nett. Dankeschön. Oliver, du noch mal zu. Mach ich mich so ein Gewese bitte um die Falten. Ich brauche dich. Ich komme. So, Sie können sich wieder hinsetzen. Okay, dann bis später. Bis später. Danke. Ja, gehen Sie ruhig. Ja, das muss alles perfekt aussehen. Dann bis nachher. Okay, bis später. Alle Betten diesmal bewegen. Ja. Das kriegen wir nicht. Warte mal kurz. Hast du dich wieder gesund gemeldet? Ja, hab ich mich. Sicher? Ja. Könnt ihr noch nachgucken? Ja, werde ich auch. Machen Sie das. Das geht mir aus. Juli! Wie geht's? Gut, wir müssen gehen gleich rauchen. Ja. Ehrlich. Na, Lieber? Hallo, ja. Wie geht's? Gut. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut. Also, ist gut hier auf unserer Station? Ja, sehr schön. Nicht so viel stressen, mein Lieber. Ich sehe dich immer nur gestresst. Nein. Schau dich mal um. Hier. Sieht. Der Jonas, der macht das richtig gut. Der macht das richtig gut, ja. Okay. So, ich sag dir, falls irgendein Stress mit irgendjemandem Probleme, du kommst direkt zu mir, okay? Okay, ich sag Ihnen. Alles gut? Ja. Super. Und Frisur musst du übrigens auch machen. Mach ich. Du musst noch den Dienstplan schreiben für diesen Monat. Ach so, okay. Das macht jeder hier einmal. Okay. Frag nach den Wünschen und dann wird ein ordentlicher, ein Chico Bella Dienstplan geschrieben. Okay, mach Verstanden? Ich auf jeden Fall. Super, danke. Endlich ist er da. Hallo. Kriegst du überhaupt noch was mit? Warum machst du so viele Überstunden? Ich kann das nicht alleine. Das sind auch deine Kinder. Schau dir das mal an. Schau dir das alles an. Hallo. Guck mal, was die in der Schule machen. Er baut nur Scheiße. Und was macht sie? Sie will feiern mit 11 Jahre alt. Sie will nur feiern. Ich kann das nicht mehr. Wie soll ich das alleine schaffen? Hallo, hörst du mir überhaupt zu? Ich kann das nicht mehr. Dieser Druck, wo ich auch bin. Immer Erwartungen, immer Leistung. Immer will man etwas von mir. Auf der Arbeit, zu Hause. Ich komme einfach nicht zur Ruhe. Ich kann mich nicht entspannen, nicht ausruhen. Ich komme nicht heraus. Was bin ich, wenn ich meiner Familie nicht gerecht werde? Wenn ich meine Arbeit nicht ausführe? Was nutzt mir das alles? Ich bin getrieben. Ich fühle mich ausgebrannt, leer. Ich kann nicht mehr.
Okay, Herr Özdemir, wir kennen Ihre Vergangenheit, Ihre Geschichte. Erzählen Sie uns doch einfach mal, wie Sie sich heute fühlen. Wie sieht Ihr Leben heute aus? Ja, hallo. Hallo erstmal. Ich würde jetzt Ihnen so was sagen, also was erzählen. Halt früher fühlte mich richtig leer. Aber jetzt ist auf jeden Fall sehr viel, viel besser. Und halt, das ist durch viele Therapiemöglichkeiten, wie zum Beispiel auch Verhaltenstherapie, da wurde mir so auch gezeigt oder gelernt, wie ich so auf dieses Nein sagen so. Also komm und nicht einfach immer dieses Ja und damit ich nicht so unter Stress bleibe und sowas. Und dann auch wie so ein Stresstagesbuch oder Entspannungstherapien. Sowas alles habe ich auch mal gemacht. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Wenn Sie von Entspannung sprechen, was meinen Sie damit konkret? Also was hilft Ihnen so im Alltag ganz konkret, wirklich auch eben dieses Burnout zu vermeiden, indem Sie sich entspannen? Was ist da Ihr Hilfsmittel? Ja, genau. Das wäre wie zum Beispiel meditieren. Mache ich auch so zwei bis dreimal am Tag oder pro Tag. Genau. Öfter gehe ich auch joggen, ein bisschen Sport, so halt diese Sachen mache ich auch so, damit ich dann ein bisschen den Stress aufbaue. Oder zum Beispiel auf Station, wenn ich da arbeite und wenn dann irgendwie so der Stress so richtig so hoch wird, dann setze ich mich einfach hin, höre ich ein bisschen Musik und damit mich ein bisschen entspannen kann. Was empfehlen Sie generell jetzt Menschen, die an einem Burnout-Syndrom erkrankt sind oder werden? Was würden Sie denen raten? Was sagen Sie denen als erstes, als Tipp? Was würden Sie denen mitgeben für ihr Leben? Sie sollen sich einfach trauen, diese Therapien zu machen und nicht viel, viel Sorgen darüber machen, weil das hilft wirklich. Genau, und einfach nicht lange warten, einfach machen und dann, genau, das wird richtig gut helfen. Okay, im Prinzip war es das dann soweit. Ich bedanke mich für das Interview und wünsche Ihnen alles Gute. Ja, ich hoffe natürlich, dass man sich entsprechend erfolgreich auch im Leben durchschlägt. Ne? Alles klar, danke sehr. Stress von oben. Ich muss alle Betten belegen. Na, Stefan? Hallo, Frau Jelanka. Wieder gut gemeldet?